Guten Morgen, mein Name ist Callcenter Crusher. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und als Unterhaltung zum Sonntagsbrunch habe ich zwei Telefonate für euch. Nun schenkt euch einen Kaffee oder Tee ein und genießt die Betrügergeschichten, die ich für euch gesammelt habe. Nach dem Intro geht's los. Ja, bitte? Hallo, Sandra Bright im Apparat. Spreche ich mit Herr Harald? Herr Harald, Harald ist ein Vorname. Okay. Wie ist Ihr Name? Wen wollen Sie denn sprechen? Mit Herr Harald. Herr Harald? Nee. Harald ist ein Vorname. Wie ist denn der Nachname? Rosenmund? Ja, so einfach kann es sein. Okay, also, ja, also diese Nummer hat gezeigt Interesse in unsere Webadresse über Online-Investitionen und ich möchte mit dieser Person sprechen und wenn Sie haben Interesse, alle Informationen erklären, wie unser Unternehmen funktioniert. Haben Sie früher Erfahrung? Nur mal langsam mit den Fragen. Also, diese Nummer hat Interesse gezeigt oder der Besitzer ja. dieser Telefonnummer? Diese Nummer, mit diese diesem Nummer. Name, Vorname. Ja. Also der Besitzer dieser Telefonnummer und nicht die Nummer selber, oder? Beide. Beide. Wie hat denn die Nummer Interesse ja. gezeigt? Wie kann eine Telefonnummer ja. Interesse zeigen? Erzählen Sie mir das mal. Also, diese Person hat gemacht eine Anmeldung Ach, in unserer Webadresse. Also nicht eine Telefonnummer hat Interesse gezeigt, sondern eine Person hat Interesse gezeigt. Ja. Ja, Sie haben gesagt, wo diese steht Nummer... Die Problem? Wo steht die Problem hier? Wo steht die... Diese ja, Person mit dieser Nummer Alter, und der meiner Adresse. Machen, mal Pause machen. Sie reden in eins durch. Ihr ja. Das Problem, was Sie haben, ist, glaube ich, dass Sie sehr schlecht Deutsch sprechen. Okay, können Sie auf Englisch, weil meine Muttersprache ist Englisch. Ja, nee, glaube ich nicht. Warum glauben Sie nicht? Ist nur so ein Gefühl. So, Sie können nicht englische Sprache sprechen, also Doch, Sie sind ein kluger Mann. Ja. ja, aber warum denken, dass ich spreche schlecht Deutsch? Weil man das hört. Ich lerne Deutsch. Ja, dann hätten Sie vielleicht erst lernen sollen und dann anrufen sollen. Okay, haben Sie Interesse oder nicht? Sind Sie so, diese Person wir, oder? Jetzt kommen wir mal, bitte, was bin ich? Haben Sie Interesse über Online-Investitionen oder haben Sie nicht? Habe ich, natürlich. Okay, haben Sie früher Erfahrung mit Online-Investitionen? Ja. Haben Sie in welche Finanzmärkte investiert? In Bitcoin, Krypto? Nee, ich habe mit Aktien investiert. Aktien? In welche? Das geht Sie doch gar nichts an. Warum sollte ich Ihnen erzählen, mit welchen Aktien ich gehandelt habe? Ich kenne Sie doch gar nicht. Okay, kein Problem. Kann ich Ihnen eine E-Mail schicken? Und dann, wenn Sie haben Interesse, bitte schreiben eine E-Mail und sprechen mit unserem Spezialist. Vielleicht sollten Sie erstmal Ihre Firma vorstellen. Ich weiß ja gar ja, nicht... Ja, natürlich. Ja, so, Sie haben doch gar nicht gesagt, von welcher Firma Sie anrufen. AvaTrade. AvaTrade. Yes. Kenne ich so gar nicht. AvaTrade. Haben Sie eine Webseite? Yes, you can search avatrade.com. Sie können auf Deutsch reden, bitte. Nein, ich kann nicht. Ich spreche ja, das habe ich gemerkt. Ja, habe ich gemerkt. Das ist lustig, ne? Ja. Ich lache Sie auch okay. aus. Genau, ich lache Sie auch aus. Genau. Lachen Sie mit mir. Nee, ich lache nicht mit Ihnen, ich lache über Sie. Okay. Okay, können Sie suchen unsere Webadresse? Ja, dann sagen Sie doch mal Ihre Webadresse. AvaTrade.com. Buchstabieren Sie es am besten mal. A V A T R A D E .com.
avatrade.com. So, dann müssen wir doch mal schauen. Dann schaue ich mir Ihre Webseite mal an. Okay. So. So, jetzt sehe ich Sie. So, und was bietet Ihre Firma jetzt an? Noch einmal bitte. Wenn Sie einfach mal zuhören würden und nicht dauernd das Mikrofon ausschalten würden, dann wäre es wesentlich entspannter. Also, was bietet Ihre Firma an? Unsere Firma machen Vorhersage und Analyse über die Preise von 5 Finanzmarketen. 5 Finanzraketen? Ich verstehe Ihr Deutsch leider nicht. Okay. Haben Sie jemanden, der Deutsch spricht? Können Sie mit meinem Spezialist sprechen? Ja, ich kann mit... Einen Moment. Ja. Okay. Vielleicht sprechen Sie besser Deutsch. Hallo? Hallo? Hallo, einen schönen guten Morgen. Hier ist Stefan Braun am Telefon von Navatrade. Aha, okay, gut. Was also, bietet Ihre Firma gerade, denn an? Also, unsere Firma hat einen Auftrag mit Blockchain. Und wir anrufen und wir kontaktieren Kunden zum Investieren in Kryptovaluten. In den Blockchain? Was ist genau, denn die Blockchain? Also, können Sie Blockchain? Ja, ich frage Sie ja gerade, was ist denn die Blockchain? Also Blockchain ist ein Bank, wie normale Bank, wie Sparkasse oder wie Volksbank oder wie normale Bank, aber das ist nur für Kryptovaluten, das ist nur für Kryptovaluten. Das gibt kein Bargeld da oder Euro, Dollars, Franken, das ist nur für Kryptovaluten. Also in dieser Situation... Ich erkläre dir, was passiert dieses letzte 3 Tage, letzte 4 Tage. Also Bitcoin, 4 Tage früher war $38,000 ungefähr und heute ist $48,000. Also in einem Tag, da hat 10.000 Euro hoch gefangen und ja, das ist ein sehr, sehr gute Zeit zum Investieren. Und ja, wir haben doch eine gute gesehen. Zeit zu investieren, wenn der Preis hochgeht. Normalerweise ja, wenn geht's hoch jetzt, morgen, ja. Übermorgen, das geht wieder hoch. Ja, und wenn und aber das ist ja nicht sicher. Letztes Jahr. Das ist ja nicht sicher. Letztes Jahr. Was jetzt nochmal letztes bitte? Ja, wenn Sie mal zuhören würden. Was letztes Jahr war, ist doch relativ egal, wenn die Preise jetzt hochgehen. Man investiert doch erst dann, wenn die Preise runtergehen. Ja, aber das ist doch kein Problem. Das ist nicht für, nur ist für das Bitcoin. Ein Problem. Nee, das ist nur für Bitcoin. Das ist nicht nur für Bitcoin. Das gibt andere Kryptowaluten. Es gibt Ethereum. Ja, aber Sie haben das gerade über Bitcoin andere. Gesprochen. Ja, aber Bitcoin ist erste. Ja, aber Sie haben explizit über Bitcoin gesprochen. Wenn wir reden für Kryptowaluten, also wir reden für alles. Wir reden für alles? Ja. Wenn ich sage Bitcoin, das gibt andere Kryptowaluten. Ja, aber Sie haben ja über Bitcoin gesprochen. Also ist denen völlig egal. Kryptowährungen heißen immer Bitcoin, oder wie? Ja, wenn Sie investiert jetzt... Sie investiert nicht nur in Bitcoin. Sie investieren 0,1% in Bitcoin, 0,02% in Ethereum, 0,4,7% andere Krypto. Und ja, das geht so. Warum sagt man da nicht Kryptowährung? Und warum heißt bei Ihnen Krypto automatisch Bitcoin? Verstehe ich nicht. Also Herr Rottemund, ja? Ist das korrekt? Das ist korrekt. Also Herr Rottemund. Wir haben viel zu tun, wir haben viel Arbeit zu machen, wir haben viele Termine. Also, unsere Frage ist einfach. Unser Unternehmer ist Top 10 Unternehmer in Großbritannien. Können Sie irgendwo in Google check oder wo Sie willst. Und unsere Frage ist einfach. Wollen Sie investieren? Ja, natürlich. Wenn Sie wollen investieren, ja, also wenn Sie wollen investieren, warum unterbrechen Sie mich eigentlich dauernd?
Löser bitte. Löser bitte. Ich rede so Löser mit ihr. Ja, warum unterbrechen Sie mich dauernd? Nur zu fragen. Ja, aber nicht während ich etwas sage, dann unterbricht man den Kunden nicht. Ist das bei Ihnen so Usus, dass der Kunde unterbrochen wird? Und nochmal wieder, habe ich nicht so gut gehört? Ja, das ist das nächste Problem. Sie sprechen sehr schlecht Deutsch und Sie hören schlecht. Also, was können wir machen? Das weiß ich nicht. Sind Sie mein Lehrer? Nee, aber Sie bräuchten wahrscheinlich einen Lehrer. Also, das ist einfach, wir kommen nicht aus Deutschland. Wir kommen von England, von Großbritannien. Aber Sie rufen in Deutschland an. Ja, aber das ist unsere Arbeit. Wir haben einen Auftrag mit Blockchain. Wenn Blockchain schickt bei uns ein E-Mail mit Ihrem Namen, Ihrem Nachname, diese Telefonnummer, Ihre E-Mail-Adresse. Also, Blockchain hat Ihnen meine Daten geschickt. Sie wissen ja nicht mal, was die Blockchain ist. Lassen Sie mich ausreden. Ihre Erklärung der Blockchain ist lächerlich und falsch. Die Blockchain ist keine Bank. Ja, und? Was ist der Blockchain? Die Blockchain ist eine dezentrale Datenbank. Mhm. Das hat nichts mit einer Bank zu tun. Ja, ich hab dir ein super Spiel gesagt. Das ist nicht ein Bank. Jetzt fängt er mal an zu stottern. Warum stottern Sie denn so? Wollen Sie mit mir verarschen, oder was? Sie wollen mich doch offensichtlich verarschen, indem Sie mir erzählen, die Blockchain wäre eine Bank. Nein. Doch, das haben Sie gesagt. Also, ich frage hier nochmal, wollen Sie investieren oder nicht? Ja, natürlich will ich, aber wenn der... Warum lassen Sie mich eigentlich nicht einmal ausreden? Sie fallen mir schon wieder ins Wort. Also, der Problem mit dir ist... Der Problem mit dir ist, Probleme, dass du ein Betrüger bist. Also, ein ganz dummer Betrüger. Okay, danke dir, ich bin ein Lügner, aber du hast Probleme mit dem Kopf. Du bist ein Lügner. Du bist ein Betrüger, das ist alles. Du bist ein dummer Betrüger, der auch nicht mal weiß, was die Blockchain ist. Du willst die Leute betrügen? Nein, ich höre dir nicht zu, du bist ein Betrüger. Warum soll ich dir einem Betrüger zuhören? Ich lache dich auf, weil du so schlecht bist. Was machen Sie? Ich lache dich aus. Ich lache dich aus, weil du so schlecht bist. Du bist ein ganz schlechter Betrüger. Avatrade, natürlich. Du bist nicht Avatrade. Also sagst du, mein Deutsch ist doch schlecht, oder? Richtig. Ist das korrekt? Also, hör mal zu. Also hör du bist ein alter Hurensohn. Du bist ein alter Hurensohn, scheiß Nazi. Und ich bin deine ganze Familie und dein Vater. Da haben wir doch den Beweis, dass du ein Betrüger bist. Hitler hat bei dir sehr gut gemacht. Ja, natürlich. Er hat ihre Oma gespickt. Deswegen lache ich dich trotzdem aus, weil du so schlecht bist. Ja, wegen Hitler hat... Du bist der dümmste Betrüger, der heute angerufen hat. Tatsächlich. Ja, wegen Hitler hat ihre Oma in den Mund... Hitler hat ihre Oma in den Mund gespickt. Ja, natürlich. Ja. Fick dich, du Hurensohn. Was ist denn los mit dir, dummer Betrüger? Schon am Ende? Kannst du schon nicht mehr? Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Herr Harald. Wer ist bitte? Mein Name ist Claudio Mezzadona. Ja, und ich melde mich vom Profix Desk, wo Sie sich vor ein paar, glaube ich, 2-3 Wochen angemeldet sind, richtig? So, wer sind Sie nochmal bitte? Und wen wollen Sie sprechen? Harald Rotemund. Ah ja, das bin ich. Das ist gut, okay. Ich habe hier im Computer stehen, dass Sie eine Anmeldung am 29.11. gemacht haben. Das habe ich leider nicht verstanden. Sie nuscheln sehr. Bitte nochmal und laut und deutlich. Ich habe gesagt, dass Sie bei uns angemeldet sind über die Kryptowährungen. Bei uns heißt, wer ist bei uns? Bei uns heißt, das heißt Profix Desk. Ist eine Kompanie, was mit der Kryptowährung zu tun hat. Sagt mir gar nichts. Aber Sie haben ja sicherlich eine Webseite, ne? Ja, deswegen habe ich auch gesagt. Gut, dann... Haben Sie einen,
dann... Haben Sie einen Computer dabei, dass ich Ihnen schicken, das... Sie können mir Ihre Webseite erstmal nennen. www.profixdesk.com. Das ist leider... Können Sie es bitte buchstabieren? Das ist schwer zu verstehen. Haben Sie einen Computer dabei, dass ich Ihnen einen E-Mail... Nee, Sie sollen es mir erstmal buchstabieren, damit ich einmal gucken kann auf Ihrer Webseite. Eine P wie Paula. Ja. R wie Richard. Ja. O wie Otto. Ja. F wie Friedrich. Ja. X. Ja. D wie Dora. Ja. E wie Emil. Ja. Siegfried nochmal. Siegfried, ja. Konrad. Ja. .com. .com. Gut, das ist Ihre Webseite. Schauen Sie mal da bitte. Ja. So, dann schaue ich mal. Das ist aber nett. Ja, sehe ich Ihre Webseite. Okay. Was sehen Sie da vorne? Sagen Sie mir, dass vielleicht... ich sehe Ihre Webseite. Ja. Ja. Können Sie da schauen zum Beispiel, was da steht? Ja, ich sehe, ja, sehe ich doch gerade. Habe ich doch gesagt. Sehe ich doch. Oh, muss ich Ihre eigene Webseite vorlesen oder verstehe ich nicht? Nein, ich wollte wissen, ob wir zusammen das gleiche Seite haben. Ja, wenn Sie mir die richtige Seite buchstabiert haben, dann werde ich wohl auch der richtigen Seite sein. Das ist korrekt, mein Freund, das ist sehr korrekt. Okay, sehr gut dann. Ich sage Ihnen, was wir machen zum Beispiel, ja? Ja, aber die Seite ist mir völlig unbekannt. Die habe ich noch nie besucht. Und da soll ich mich registriert haben? Wann habe ich mich da registriert? Da steht bei mir, sage ich Ihnen gleich, ja. Bei mir steht am 29.01.24 um 16.19 Uhr. Ich war noch nie auf dieser Webseite. Ach so, vielleicht haben Sie, wie soll ich Ihnen sagen, beim was? Bei dem Pro oder Flix Trader haben Sie. Ja, das ist, das kann ja sein, das weiß ich nicht genau, aber auf Ihrer Webseite war ich nicht. Ja, ja. Ja. Deswegen bin ich hier, Ihnen zu erklären, warum die Seite geändert ist. Sie wurde geändert? Weil wir hatten viele, sag mal, von unserer Kundschaft, viele Reklamationen, weil die andere, was die uns klauen, deswegen wollte ich Sie sagen, dass wir haben das geändert, das weiß keiner jetzt. Bitte? Das war sehr wirr. Also Ihnen wurde etwas geklaut und deswegen haben Sie Ihre Webseite geändert. Ja, ja. Und was wurde Ihnen geklaut? Die Seite, deswegen sage ich Ihnen jetzt. Ach, die Seite geklaut. Wurde geklaut? Wie kann man denn eine Webseite klauen? Ja, das weiß ich nicht. Ich bin keine Experte von dieser Sache, aber es gibt viele Leute, dass die Leute mit dem Geld zocken oder klauen oder was soll ich sagen? Wie, was denn? Zocken oder klauen? Das heißt ja nicht, dass eine Webseite geklaut wird. Ist Ihre Webseite so unsicher, dass sie geklaut werden kann? Ja, das ist uns klar sicher. Ach, das ist so unsicher, dass sie geklaut werden kann. Haben Sie einen so schlechten IT-Service? Nein, wir haben keinen IT-Service, aber es gibt viele Leute, das nützen unsere Seite zu. Die tun, dass wir sind zum Beispiel. Und das habe ich gehört von der IT oder von dieser, weil ich bin normalerweise hier bei dem Konto aufstellen. Und dann kann ich Ihnen einen von unseren Experten Termin machen und er kann Ihnen genau erklären, wie das laufen kann mit Ihren Verdienen zum Beispiel. Ja, dann erklären Sie doch erstmal, was Ihre Firma macht, was sie anbietet. Genau, ich habe Ihnen gesagt, uns zum Beispiel, was wir da machen, wir rufen die Leute an, was bei uns angemeldet sind und wir erklären, wie das laufen kann. Wir geben die 2 Wochen Zeit zum Probieren. Die Leute, wenn die zufrieden sind, können die weitermachen. Wenn sie nicht zufrieden sind, können sie ihr Geld zurücknehmen und dann, das ist das alles. Aber wir haben
Das Kompanie, was weiß ich, ist seit 12 Jahren geöffnet. Und deswegen, seit Anfang des Bitcoin, glaube ich. Und deswegen ist es ganz sicher und lizenziert. So, also fangen wir doch mal von vorne an. Ihre Firma, was bietet die an? Das haben Sie gar nicht gesagt. Ich habe Ihnen gesagt, zum Beispiel das, was ich gelernt habe hier. Ach, dann haben Sie wohl nicht viel gelernt, oder? Machen Sie jetzt den ersten Tag? Nein, das ist nicht der erste Tag, das ist der erste Wohl, Entschuldigung. Ja, gut. Also, was bietet Ihre Firma an? Unsere Firma bietet an, zum Beispiel, ja, die Leute, was bei uns angemeldet sind, die kriegen ein oder zwei Wochen Zeit zum Schauen, wie das laufen kann mit einem Experte. Ja, ich weiß und ja doch noch gar nicht, was Sie anbieten. Sie bieten nur an eine Probezeit. Ja, und für was denn? Für was denn eine Probezeit? Zum Beispiel, Sie zahlen 290 Euro für Anfang und dann können Sie dann, sag mal, Bitcoin oder... Ach, es geht um Trading. Das haben Sie bis jetzt noch nicht mit einem Wort erwähnt. Ach so, das habe ich nicht verstanden. Nee, Sie haben es ja gar nicht gesagt. Achso, in Anfang an habe ich schon gesagt, aber... Nee, haben Sie nicht gesagt. Vielleicht haben Sie nicht zugehört. Ich habe zugehört. Sie haben nur gesagt, dass Sie eine Probezeit anbieten, aber nicht, wofür genau diese Probezeit ist. Das haben Sie nicht gesagt. Ich gebe Ihnen meinen Tischführer, ja? Kleinen Moment. Was geben Sie? Hallo? Hallo? Hallo, guten Tag. Ja, guten Tag. Wer ist da bitte? Martin Dvorak ist mein Name. Ja? Sie haben gerade mit einem von unseren Ansprechpartnern von diesem Unternehmer gesprochen. Okay, Sie brauchen mehr Informationen, oder? Ich habe noch gar keine Informationen von Ihnen bekommen. Also, meine Mitarbeiter wollte auch erklären, dass Sie haben bereits einen Account bei uns geöffnet. Woher habe ich den? Konzentrieren Sie sich. Einen Moment. Wissen Sie nicht, woher Sie haben schon... Nee, einen Account gehabt? Ich bin das erste Mal auf Ihrer Webseite. Bei SexTrader. Nee, ProFX. Nicht FlexTrader. ProFX Desk. ProFX Desk. Ja, eben. Bin ich das erste Mal. Und Sie sagen jetzt eine ganz andere Seite. Welche Seite sind Sie denn nun? Nein, ProFX Desk. Ja, aber eben ja, haben Sie aber irgendwas bei von... Bei FlexTrader haben Sie das an Meldung gemacht. Wie kann ich denn... Wieso kann eine andere Firma mich an meine Daten an Sie weitergeben? Nein. Meine Frage ist... Ja, Sie haben meine Daten von FlexTrader, oder? Nein, FlexTrader war die Werbungsseite, wo Sie angemeldet sind. Um das alles zu verdienen. Sie haben schon Ihre Daten gespeichert. Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, ja? Und ja, das Telefonnummer. Und ProfiStax, ja, ist unsere Seite, wo Sie handeln können. Okay? Sie haben bereits einen Account bei ProfiStax.com geöffnet. Und Ihr Kontostand steht bei Null bei uns. Wie Sie das wissen. Ja, natürlich. Woher sollte ich denn auch wissen, dass ich ein Konto habe? Ja, weil ich werde Sie, also das ist eine Erklärung, dass ich zu Ihnen mache. Ich habe schon gesagt, durch eine Anmeldung haben Sie Ihre Daten gespeichert und diese Seite war nur eine Anmeldungsseite. Und da wird bei Ihrer Firma gleich ein Konto eröffnet? Warum denn ja, sowas? Automatisch, Sie haben, Sie sind weitergeleitet von in profxdesk.com weitergeliefert. Und hier, jetzt haben Sie bereits auch einen Account mit Ihren Daten geöffnet. Das geht auch automatisch. Nicht ich habe Sie geöffnet, das System hat Sie dann geöffnet. Das System ist weitergeleitet bei unserer Website. Ja, ich habe dieses Konto nicht selber eröffnet. Natürlich, also... Nein, habe ich nicht.
Nee, das war automatisch von der Website. Eben, sage ich ja. Das war nicht ich. Die Anmeldung gemacht haben. Ja, das sage ich ja. Ich habe das nicht gemacht. Sie haben das gemacht. Na, das läuft automatisch. Also, ja, trotzdem habe ich es ja nicht gemacht, wenn das automatisch läuft. Ja, wenn Sie da... Einen Moment. Sie haben schon eine Werbung gesehen, oder? Das weiß ich nicht mehr. Und da steht, eröffnen Sie einen Account jetzt gerade. Nee. Und damit haben Sie auch, doch. Na, Sie, wenn Sie wissen, was ich sehe, das ist ja klasse. Sie haben auch die Geschäftsbedingung abgekreuzt, oder nicht? Abgekreuzt? Was heißt abgekreuzt? Abgehakt. Abgehakt? Also, das heißt, Sie waren schon einverstanden mit unserer Geschäftsbedingung. Konzentrieren Sie sich doch mal ein bisschen. So, was bietet Ihre Firma denn jetzt an? Okay, ich werde Ihnen jetzt erklären. Also, Sie haben auch mit unserem Ansprechpartner von diesem Unternehmen gesprochen und Sie sind schon ausgewählt, um an der Testversion teilzunehmen. Es ist eine Probezeit. Was bitte teilzunehmen? Sie nuscheln sehr. Was kann ich teilnehmen? Eine Testversion. Eine Testversion, okay. Ja, eine Testversion teilzunehmen. Und Sie haben bereits einen Platz reserviert. Also, Sie bekommen 2 Wochen lang eine Probezeit mit uns. Sie werden auch einen Vermögensberater dabei haben, um diese Testphase zu nutzen. Und dann in 2 Wochen, wenn Sie zufrieden sind mit den Profiten, die Sie machen, wenn Sie zufrieden sind mit unserer Dienstleistung, Sie können weiter investieren und weiter profitieren. Das ist, also, ja nur, das ist doch nur eine Testversion. Da kann man doch keine Profite machen. Das ist doch nur zum Testen. Nein. Das ist eine Testversion für Kunden. Das sind neu bei uns. Und, ja, eine Testversion. Richtig. Ja, damit es ist eine Probezeit, die wir nutzen. Ja, damit unsere Kunden verstehen, mit wem sie zu tun haben, was für Fähigkeiten haben wir. Also, und dann am Ende, okay, diese Testversion kommt für Ihnen mit 100% Geld zurück, Garantie. Wieso? Geld zurück, Garantie, ein Demokonto, da muss ich doch nichts einzahlen. Nein, es geht nicht, wir haben kein Demokonto. Ja, aber das ist doch eine Testversion, haben Sie gesagt. Testversion ist gleich, darf ich bitte ausreden, Testversion ist gleichbedeutend mit Demokonto. Nein. Doch? Nein. Es ist nicht, also, da sind Sie, also, ich werde Sie auch noch einmal das wiederholen. Ja, Sie stammeln sehr. Ich verstehe Sie teilweise gar nicht, weil, konzentrieren Sie sich doch mal ein bisschen flüssig und deutlich sprechen. Ja. Noch einmal. Lieber Herr, Sie haben auch ein bisschen Glück gehabt, ja, weil nicht jeder kriegt schon diese Probezeit mit uns. Und Sie sind schon ausgewählt. Es ist eine Testversion, also teilzunehmen. Sie führen schon mit uns 2 Wochen Probezeit. Nach 2 Wochen, wenn Sie zufrieden sind, machen Sie weiter. Wenn nicht, wie gesagt, dieses tolle Angebot kommt für Sie mit 100% Geld zurück an die. Wenn Sie nicht zufrieden sind, Sie können schon Ihr Geld abheben, auch mit den Profiten sogar, dass Sie machen hier. Haben Sie das gut verstanden? Ja, Testversion heißt ja im Prinzip... Für die neue Kunde. Wenn ich mal einmal einen Satz zu Ende reden dürfte, ohne dass Sie mich unterbrechen, es wäre sehr freundlich. Okay. Also Testversion heißt bei Ihnen, man muss Geld einzahlen, dann ist es ja keine Testversion. Das ist ein YouTube-Macher, weißt du schon? Was? Okay, kein Problem. Sie machen YouTube? Ja, schön. Sie machen YouTube. Wo mache ich denn YouTube? Auch schon. Ich erkenne schon solche Kunden. Ah, weil ja. Sie kein Interesse haben, um eine Investition zu tätigen. Wenn Sie nuscheln so dermaßen, wo man nicht versteht, was Sie meinen, und dann soll ich ein YouTuber sein, weil Sie sich nicht ausdrücken können? Nein, ich kann ausdrücken, aber Sie müssen... Nee, aber nicht auf Deutsch. Also, nicht auf Deutsch. Auf Deutsch.
Ja, Sie sprechen, Sie rufen hier in Deutschland an und Sie sprechen sehr schlecht Deutsch, dass man Sie kaum versteht. Ich bin kein Deutscher, Mann. Ja, aber Sie rufen in Deutschland an und Sie erwarten, dass deutsche Menschen Sie verstehen. Lassen Sie mich doch einmal ausreden. Warum lassen Sie mich eigentlich nie ausreden? Ja, gut, okay, alles klar. Alles klar. Ich muss gar nicht zuhören. Ich verstehe ja gar nicht, was Sie sagen. Sie lassen mich nicht ausreden und Sie wollen ein seriöses Unternehmen sein, das mich nicht ausruft. Nein, Sie sprechen irgendwas etwas Italienisches oder so. Ich kann sieben Sprachen sprechen. Ja, toll, ganz klasse. Welche denn noch? Ja. Aber was soll das sein, Menschenskinder? Ja, was Menschenskinder? Sind Sie hier, um meine Sprache zu ja, hören, aber oder was? Ihr Deutsch ist leider sehr schlecht. Na und? Ja, nicht ob na darin, und. Sie wollen über Geld sprechen in einer Sprache, dass Sie unterbrechen mich permanent. Ich glaube, Sie sind unseriös, wenn Sie mich permanent unterbrechen. Wo? Also noch einmal. Also, okay, ich musste noch einmal das sehr gut ausdrücken und dann machen Sie, was Sie wollen, okay? Es ich mache sowieso Interesse. Immer, was ich will. Ich habe, lieber, ich habe überhaupt kein Interesse, wenn Sie schön. Mitmachen oder warum, nicht, okay? Warum rufen ich Sie mich dann an? Ich bin Ihnen eine Dienstleistung zu geben. Welche Dienstleistung denn? Okay, lassen Sie mich das auslesen. Sie haben schon durch eine Anmeldung, haben Sie Ihre Daten gespeichert und es scheint Interesse zu haben über Online-Investitionen, okay? Zuerst. Zu zweitens. Sie haben auch ein bisschen Glück, und weil Sie profitieren schon ein tolles Paket. Und dieses Paket richtet an Kunden, das haben auch keine Erfahrung früher mit Online-Investitionen zu tun oder haben schon schlechte Erfahrungen. Oder vielleicht haben irgendwo bei unlizenzierter Plattform gehandelt und haben schon ihr Kapital verloren. Dazu, wir geben eine Möglichkeit, unsere neuen Kunden, dass haben schon schlechte Erfahrungen sind neu bei uns und sie haben auch ein bisschen Glück, weil nicht jeder kriegt schon diese Möglichkeit. Deswegen, wir wollten bitte ein tolles Paket mit 100% Geld-Zurück-Garantie. Das heißt, wir wollen nur zeigen, wie das Ganze funktioniert mit uns. Sie kriegen eine 2 Wochen Probezeit mit uns. In 2 Wochen werden Sie auch ein kostenloses Vermögensberater mit einer Erfahrung über 10 Jahre schon in diesem Bereich. Der wird Ihnen helfen, Profite zu erwirtschaften in dieser 2 Wochen Probezeit. Nach 2 Wochen, wenn Sie zufrieden sind mit den Profiten, die Sie schaffen, wenn Sie zufrieden sind mit unserer Dienstleistung, investieren Sie weiter und profitieren Sie weiter. Mit diesem tollen Paket, wir wollen nur zeigen, dass es liegt nach unserem Interesse, und damit eine Kunde im Profit bleibt. Wenn das passiert, wir haben schon unser Ziel erreicht, ja? Unser Ziel ist eine langfristige Zeit Zusammenarbeit mit unserem Kunden. Das ist uns es wert, lieber Herr. Wir brauchen keinen Kunden, das machen schon eine kleine Investition, verlieren das Geld und gehen weg. Logischerweise, wir haben überhaupt gar nichts davon. Und das Letzte ist, wir müssen unseren Kunden zeigen, dass in diesem Geschäft, wir haben die gleiche Interesse dazu. Ein Kunde muss das verstehen. Und Sie sind schon ausgewählt, Sie haben schon einen Platz reserviert. Und wenn Sie möchten, können Sie das Platz reservieren, kriegen oder können Sie nicht kriegen, sagen Sie, ich habe kein Interesse und das war's. Haben Sie mich verstanden? Ja, Sie haben es etwas häufig wiederholt. Habe ich Hochdeutsch, Hochdeutsch gesprochen, oder? Na, Sie haben mich sehr gut gesprochen. Okay. Aber Sie lassen mich immer noch nicht ausreden. Ich habe Sie jetzt die ganze Zeit ausreden lassen und Sie lassen mich nicht einmal ausreden. Okay. Ist das seriös? Nein, ist nicht seriös. Sage ich ja, das ist nicht seriös. Sie sagten, Sie wären eine lizenzierte Plattform, ja? Sicher. Wo sind Sie denn lizenziert? Aber sind Sie bei unserer Webseite oder nicht? Wo steht das denn auf Ihrer Webseite? Ganz unten haben Sie auch eine Nummer dort. Ich schau mal. So, ganz unten. Die Nummer, diese 2023,
Das ist ja keine Lizenznummer, das ist ein Firmenname unter der Nummer. Wo haben Sie denn die Lizenz? Mhm. Also ich glaube, dass Sie sind eine YouTube-Macher. Bin mir ganz sicher. Sie verstehen gar nicht, was... Ich habe nur gefragt... Wissen Sie warum? Lassen mich schon wieder nicht ausreden. Nein, ich lasse... Nein, lassen Sie nicht. Also nochmal. Ich sehe, Ihre Adresse ist auf St. Lucia. Da ist der Sitz Ihrer Firma. Okay, wir sind schon lizenziert mit wo der denn? FCA. Bei der FCA. Ja. Aus einer Firma auf St. Lucia. Mit einer Telefonnummer aus Belgien. Wo sehen Sie das? Ja, das sehe ich auf meinem Telefon. Ja. Gut, also Sie sind bei der FCA reguliert, ja? Ja, reguliert. Wir gut, dann geben Sie mir bitte mal die Regulierungs-ID. Warum soll ich das geben? Ja, Sie haben doch gesagt, Sie sind lizenziert. Da möchte ich gerne wissen, ja, wo Sie... Sie lassen mich wieder nicht ausreden. Nein, ich lasse Sie... Sie haben mir wieder... Sie haben schon wieder einfach reingesprochen, während ich noch am Reden war. Hallo! Machen Sie keine Sorgen. Ich mache mir keine Sorgen. Ich mache mir überhaupt keine Sorgen. Also, okay, wo sind Sie? Ja, ich möchte gerne wissen, wo Sie lizenziert sind. Sie haben gesagt, bei der FCA. Unterbrechen Sie mich nicht dauernd! Meine Herren! Ja, weil Sie mich dauernd unterbrechen! Also, ich möchte gerne jetzt die Lizenznummer haben von der FCA. Das werden Sie im Laufe der Zeit per E-Mail kriegen. Nein, das brauche ich vorher. Weil haben Sie keine Lizenznummer? Also haben Sie keine Lizenz. Na sicher. Ja, dann sagen Sie mir doch die Lizenznummer. Nein, will ich nicht jetzt. Ja, dann haben Sie also keine Lizenz. Also sind Sie auch einer der vielen Betrüger, die mich anrufen, ja? Nein, aber... Und schon wieder lassen Sie mich nicht ausreden. Und Sie wollen seriös sein? Sie unterbrechen jeden Satz, den ich spreche. Jeden Satz. Nein, sind Sie nicht. Sind Sie nicht, allein weil Sie mich dauernd unterbrechen, sind Sie nicht seriös. So, und kriege ich nun die Lizenznummer oder nicht? Ist nicht vernünftig. Bitte was? Vernünftig sprechen. Ja, Sie unterbrechen mich permanent. Ist Ihnen das gar nicht klar? Nein, offensichtlich also, nicht. Noch einmal, wir sind hier, um uns einen Dienstleister. Also, ja, und ich möchte gerne wissen, da Sie eine Finanzplattform sind, möchte ich gerne wissen, wo Sie lizenziert sind. Dazu sind Sie verpflichtet, jedem das... Nein, haben Sie nicht! Geben Sie mir die Lizenznummer. Und als Garantie... Die Lizenznummer. Wir arbeiten auch mit BaFin dazu. Ja, dann geben Sie mir die Lizenznummer der BaFin oder der FCA. Was Sie möchten. Ja, diese Informationen kriegen Sie per E-Mail. Also ja, dann so, schicken Sie mir die per E-Mail. So sind unsere Gesetze. Also Gesetze. Ja, dann Sie schicken Sie. Ich bleibe am Telefon. Schicken Sie mir bitte per E-Mail. Ich bleibe am Telefon. Ich bleibe am Telefon. Schicken Sie bitte erst die Lizenznummern. Erstmal bitte die Lizenznummer. Vorher rede ich mit Ihnen gar nicht weiter. Einen Moment. Nee, keinen Moment. Sie brauchen das Lizenznummer vom FCA und die Nummer vom BaFin, oder? Richtig. Wenn ich das mache, ich bin mir 100% sicher, Sie werden schon andere Unterlagen, also machen wir das fertig. Was brauchen Sie immer noch? Erstmal das. Erstmal das und dann? Das muss ich sehen. Je nachdem, ob Sie lizenziert sind oder nicht. Um solche Kunden zu kümmern. Bitte also, was? Sie unterbrechen mich schon permanent wieder. Okay, warten Sie doch einfach... Nee, Sie reden doch die ganze Zeit. Sie lassen mich nicht einmal ausreden. Sie lassen mich nicht einmal ausreden. Sie sind ein YouTube-Macher. Sie wollen ein paar Klicks. Aber... Okay, was möchte ich bitte? Sie können das Job machen. Es ist mir doch egal, okay? Und Sie können YouTube für ein paar Klicks da machen. Aber wenn Sie möchten professionell sein, okay, können Sie weitermachen, okay? Und Sie können nicht vorhersagen, dass dieser Unternehmer ist unlizenzierter oder hat keine Lizenz
oder ist nicht reguliert. Genau deswegen wollte ich ja die Lizenznummern haben. Genau deswegen wollte ich die Lizenznummer haben, die Sie mir doch nicht gesendet haben. Die Leute zeigen, dass dieser Unternehmer ist unlicenziert und Sie müssen weitermachen. Sie können mir doch einfach die Lizenznummer sagen. Einen Moment. Ja, Sie reden und 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 reden. Also, geben Sie jetzt die Lizenznummern raus oder nicht? Ich bin mir ganz sicher, Sie setzen schon in einen Stuhl und machen YouTuber. Ja, weil Sie nichts anderes machen können. Das ist ja das Problem. Ich glaube, Sie können gar nichts anderes machen, weil Sie gar keine Lizenz haben. Wir haben schon eine Lizenz. Ja, Sie sagen aber ja gar nicht wo. Warum soll ich einen YouTube-Macher das Lizenz zeigen? Weil wir wissen schon, Sie müssen jedem Kunden die Lizenz sagen. Sie müssen jedem Kunden die Lizenz nennen. Sie müssen jedem Kunden die Lizenz nennen. Was ist denn los mit Ihnen? Der ist ein YouTube-Macher. Scheiß drauf auf ihn. Ja, das ist, und dann sind Sie also ein scheiß Betrüger, ja? Da hat mich also dieser nette, freundliche Berater als YouTuber erkannt. Da fragt man sich also, warum hat seine Firma so viele Erfahrungen mit YouTubern? Könnte das wohl daran liegen, dass sie wirklich nicht seriös sind? Seriöse und legale Firmen rufen niemals von sich aus an und wenn sie nach einer Regulierung gefragt werden, so geben sie diese Auskunft bereitwillig, auch wenn es schon auf deren Webseite steht. Auf dieser Webseite waren keine Informationen zu finden, außer dass sie auf St. Lucia residieren. Als Fazit habe ich denen eine Menge Zeit gestohlen, in der sie niemand anderen betrügen können. Am Mittwoch kommt ein neues Video und bis dahin habt eine schöne Woche und bleibt neugierig und lasst euch nicht abzocken. Euer Callcenter Kascha.